Mit einer Fritzbox Phone können Sie Faxe empfangen, ohne dafür extra einen Computer einschalten zu müssen oder ein Faxgerät anzuschließen. Die Fritzbox Phone nimmt Faxe entgegen und leitet diese per E-Mail weiter oder legt sie auf einem USB-Speicher ab. Auf der Fritzbox-Oberfläche finden Sie im Bereich Einstellungen, Telefonie, Telefoniegeräte einen bereits ab Werk angelegten Eintrag Faxgeräte für den Faxempfang. Wenn Sie diesen Eintrag nicht sehen, konfigurieren Sie ihn einfach mit dem Assistenten für Telefoniegeräte. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Bearbeiten können Sie festlegen, auf welcher Rufnummer beispielsweise über ISDN oder Voice over IP Faxe entgegengenommen werden sollen. Die Anschlusseinstellung kann auch auf eine automatische Faxerkennung bei allen Rufnummern eingestellt werden, sodass für den Faxempfang keine eigene Leitung benötigt wird. Hier legen Sie fest, an welche E-Mail-Adresse ein eingegangenes Fax weitergeleitet werden soll. Die Datei wird Ihnen dann im PDF-Format zugestellt. Alternativ können die Dateien aber auch auf einem USB-Speicher abgelegt werden, den Sie wiederum im Netzwerk freigeben könnten. Ein eigener Config Assistant-Kurs befasst sich mit diesem Thema, wenn Sie hierzu weitere Informationen benötigen. Mit FritzFax können Sie ganz einfach Faxe aus jeder beliebigen Windows-Anwendung heraus senden. Bei der Installation von FritzFax wurde ein Druckertreiber installiert, der Ihnen über den Druckendialog aus fast jedem Programm zur Verfügung steht. Wählen Sie zum Faxen eines Dokumentes den Drucker FritzFax aus, geben Sie in diesem Dialog eine Rufnummer an und klicken Sie auf OK. FritzFax übernimmt und sendet das Dokument nun über Ihre Fritzbox aus.